glaube, diese drei Schritte, Überwindung von Urteilen, Zynismus und Angst, sind so das, was so eine Führungskraft braucht. Führungskultur ist ein ganz wichtiger Beitrag für attraktive Unternehmen. Neben Teamgeist, dass wir eine Kultur haben, wo Menschen sich gegenseitig unterstützen, ist aber auch die Führung ein ganz wesentlicher Beitrag, dass Menschen Sinnstiftung und Spaß bei der Arbeit empfinden. Ich glaube, das Besondere für eine Führungskraft ist immer in dem Moment zu sehen, wo ich selber Führung abgegeben habe und gemerkt habe, es geht ja auch. Und auch wenn meine Version von richtig und falsch dann irgendwie anders war, habe ich aber gemerkt, im Resultat ist es vielleicht besser. Und was ich dachte, was nur so geht, habe ich dann sehr gut relativieren können, weil wer anders führt in bestimmten Momenten genauso gut, ist es halt anders. Aber es ist deswegen nicht falsch. Je weiter die Reife ist der Mitarbeiter und der Führungskräfte und je eher man bereit ist, Macht zu teilen, desto weniger Führung wird gebraucht. Auf dem Siefergräbchen sehen wir gerne alle Führungskräfte, die den Menschen im Vordergrund stehen, sehen. Also die Lust haben, Menschen zu führen, die Lust haben, Menschen zu Engagement zu bewegen. Eine gute Führung ist, wenn man keine braucht. Kommunikation heißt aber heute Dialog. Das heißt, mit den Menschen auch sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was das Unternehmen ausmacht. Für das Thema ist es wichtig, dass Führungskräfte sich viel damit auseinandersetzen, wie sie Sinn stiften, wie sie Menschen neue Freiräume geben, wie sie viel Eigenverantwortung in die Organisation geben. Früher hat man vielleicht gedacht, das Wichtigste am Unternehmen ist der Profit. Dann hat man in den 80er, 90ern sich immer mehr nach den Kunden gerichtet. Und jetzt ist oftmals der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Das heißt, es geht erstmal darum, gute Leute zu finden, gute Mitarbeiterkultur zu haben, dann auch gute Leistungen den Kunden anbieten zu können und dann kommt auch der Profit. Wir werden zukünftig einen zunehmenden Fachkräftemangel haben und Führungskräfte müssen sich deutlich stärker anstrengen, ihre Beschäftigten oder ihre Mitarbeiter im Betrieb zu halten und insbesondere nicht bloß kurzfristig, sondern langfristig. Die Maßnahmen, die man jetzt auch auf Mitarbeiter anwendet, wie die Sinnhaftigkeit, die Verstehbarkeit, auch für Führungskräfte gilt. Führungskräfte sollten lernen, zuzuhören, sich selber zu reflektieren, denn oft betrachten sie sich ja nicht als die Ursache der Probleme. Und sie sollten lernen, weniger zu sagen und zu texten und ihre Mitarbeiter mehr zu fragen. Sie müssen also nicht nur führen, sondern auch eine Kommunikation zu den Mitarbeitern aufbauen. Wenn Mitarbeiter sich mehr gewertschätzt fühlen und mehr das Gefühl haben, es gibt auch Interesse an ihrer Entwicklung, dann passiert diese Wertschätzung übrigens gegenseitig. Für die Chefs von morgen ist es wichtig, sich selber zu entwickeln und selber mit Komplexität umgehen zu lernen. Sie müssen verschiedene Führungsstile beherrschen, den Stil mit Aufgaben, Zielen, flexiblen Zielen, aber auch emotional und mit Sinn führen. Ich denke, dass man durch Führungskultur die Mitarbeiter so erreichen kann, dass sie genau den Markenwert weitertragen, den das Unternehmen haben soll.